27. November 1901. Eigentlich hätte ich heute jagen gehen sollen. Ich hatte bereits gestern Nacht meine Vorräte zusammengepackt und unten bei meinen Stiefeln wartete einiges an Reservemunition auf mich. Aber als ich heute in der Morgendämmerung aufwachte, fand ich weder Duke noch Nemo irgendwo. Wenn ich jetzt sage, dass sie die besten Hunde sind, die man für Geld kaufen kann, dann übertreibe ich es nicht. Wenn ich also nach ihnen rufe und sie nicht kommen, dann ist Neugierde die wohl seichteste Umschreibung. Denn ehrlich gesagt war ich besorgt. Ich soll aber verdammt sein, wenn ich mir deswegen einige Biester entgehen lasse. Herbert! Rief ich. Meine Stiefel hallten auf dem Hartholzfußboden, während ich ungeduldig auf und ab lief. Herbert! Du findest sofort meine Hunde oder es geht auf deine Kappe! Die Hunde sind im Wald, Mr. Percy. Was? Ich stoppte am oberen Ende der Stufen und schaute aus dem Erkerfenster, am steilen Fall des Daches, in Richtung der staubig, orange leuchtenden Waldgrenze. Die Sonne ging gerade auf. Und da waren sie. Genau wie Herbert es gesagt hatte. Sie liefen um etwas herum, das wie eine verletzte Hirschkuh aussah. Sie schnüffelten an ihr, legten sich neben sie und hielten sie warm. Warum kümmerten sich meine zwei Jagdhunde um ein krankes Reh? Was stehst du da rum? Um meine Hunde, sofort! Mr. Percy, jedes Mal, wenn ich ihnen heute Morgen näher zu kommen versuchte, fletschten sie mit den Zähnen. Und wenn ich hinzufügen darf, ich möchte gern alle meine Finger behalten. Vielleicht wäre es das Beste, wenn sie es selbst versuchen würden. Vielleicht wäre es das Beste, wenn du dir bis Weihnachten einen neuen Job suchst, schrie ich und stampfte die Stufen hinunter. Ich grummelte zu mir selbst. Zwingt ihr mich, die Arbeit von einem Stallarbeiter selbst zu erledigen? Ich hämmerte die Tür hinter mir zu und stapfte in den leichten, nebeligen Morgen. Mein Atem formte eine kleine Wolke, während ich eine halbe Meile in Richtung des Waldes lief. Als ich meine Hunde erreichte, rührten sie sich nicht. Nicht Duke, nicht Nemo, nicht einmal die kleine, zaghafte Kreatur, die sie beschützten. Sie beschützen es doch, oder? Je näher ich kam, desto seltsamer sah der Klumpen unter meinen Hunden aus. Das Fell verschmolz mit einem Haufen güldener Blätter, als wäre es nur eine Decke, und der Körper sah aus wie ein perfektes Wurzelgeflecht eines Baumes. Ich atmete ein, als ich erkannte, dass es eine junge Frau war und meine Hunde ihr Blut von ihrem Gesicht hinunterleckten. War sie tot? Nein, vermutlich nicht. Nemo hätte sie wohl bereits gefressen, oder? Ich meine, nachdem er das ganze Blut aufgeleckt hatte. Sie war wunderschön, also wirklich wunderschön und nackt, soweit ich das beurteilen konnte. Ich kniete mich in die Blätter neben sie und legte meinen Arm um Duke, um mich abzustützen und das Fell über ihre Brüste zu ziehen. Sie war wirklich nackt. Ich starrte eine Weile auf ihre Brust. Natürlich nur, um zu sehen, ob sie atmete oder ihre Haut auf die Novemberluft reagierte. Ich habe sie nicht berührt, nur geschaut. Aber letztendlich war der einzige Weg, wie ich beurteilen konnte, dass sie atmete oder nicht, die Art und Weise, wie sich eine braune Haarsträhne über ihren offenen Lippen bewegte. Ich strich ihr das Haar aus ihrem Gesicht und dennoch, sie rührte sich nicht. Sie zuckte nicht einmal mit ihren Augen. Somit wusste ich auch nicht, welche Farbe ihre Augen hatten. Sie lag draußen in der Kälte und ich fragte mich, wie lange sie wohl durch den Wald gelaufen war. Oder lebte sie etwa illegal auf meinem Land? Lief sie manchmal so herum? Nackt? Bei Nacht? Das konnte nicht sein. Hatte sie einen Vater? Einen Ehemann, der sich um sie sorgte? Herbert! Schrie ich so laut ich konnte. Ich hoffte, dass meine Stimme bis in Mr. fucking Elwoods Landbesitz hallte. Herbert! Schaff deinen verkrüppelten Arsch mit einer Schubkarre hier raus! Ich konnte seine ungleich lahmen Beine noch nicht humpeln hören. Ich habe hier ein bewusstloses Mädchen am Rande meines Waldes! Ich wickelte das Fell eng um den zarten Körper des Mädchens und hob sie hoch. Sie war so leicht. Leichter als meine Hunde, also trug ich sie ins Haus. Die Hunde folgten und kläfften Herbert an, als er uns mit einer Schubkarre an der Vordertür begrüßte. Ich brauchte die Schubkarre, um sie über den Hof zu tragen, du fauler Bastard. Nicht, um sie die Treppe nach oben zu befördern. Es dauerte eine Weile, um sie ausfindig zu machen, Mr. Percy. Nur Miss Eleanor kümmerte sich bisher um den Garten und die Landschaft. Willst du da nur rumstehen oder hilfst du mir auch?
Los, lass ein Bad ein oder so etwas. Und damit ließ Herbert die Schubkarre fallen und eilte nach oben. Ich hörte das Krächzen des Wassertanks und trug das Mädchen die Treppe ins große Badezimmer hinauf. Ich weiß nicht, ob sich das geziemt, murmelte Herbert und wendete seine Augen ab, während ich ihren nackten Körper ins Wasser legte. Der Rand der Badewanne verfärbte sich noch etwas kupferner, als das Blut heruntergewaschen wurde. Wir sollten so etwas jemanden überlassen, der sich damit auskennt. Wen denn? Miss Eleanor? Ich glaube nicht, dass sie hierfür von den Toten zurückkommt, Herbert. Und der Doktor ist eine Dreitagesreise von uns entfernt. Wenn das also dein bon mot de decorum verletzt, dann verlass verdammt nochmal das Zimmer. Einige Worte, die sie sprachen, kenne ich nicht, Mr. Percy, aber ich schätze, sie waren, um mich zu rügen. Hol einfach ein paar Handtücher, knurrte ich und er verließ das Zimmer. Ich hob das Fell auf, welches auf den Boden gefallen war, und betrachtete es, während sich die Badewanne weiter füllte. Es sah wie ein uralter Fuchspelz aus. Zumindest sah es für mich wie ein aus. Die Struktur passte zu keinem Tier in meinem Wald, aber es sah seltsam vertraut aus. Es hatte Stellen, an denen das Haar nicht mehr am Leder hing und wirkte, als wäre es schon Jahre abgetragen. Ich lehnte mich über die Wanne. Der Wasserstand befand sich mittlerweile auf der Höhe ihrer Brüste und ich tippte mit meiner Hand ins Wasser. Zuerst machte ich kleine Wellen, plätscherte gegen ihre Haut, um zu schauen, ob sie reagierte. Nein, keine Reaktion. Ich hielt ihren Nacken fest, tauchte sie ins Wasser und achtete darauf, dass sie nicht unterging. Mit der anderen Hand fuhr ich ihren Körper entlang. Da war so viel Blut. Ich musste einfach nach Wunden schauen. Ich öffnete ihre Beine und stupfte mit meiner Hand an der Innenseite ihrer Oberschenkel. Langsam ließ ich ihren Kopf unter Wasser sinken. Sie rutscht weg. Herbert warf die Handtücher auf den Boden und rannte ins Badezimmer. Duke war direkt hinter ihm und kläffte laut. Ich wasche ihr die Zweige und Laub aus den Haaren, du Idiot. Herbert behielt sie für den Rest des Tages im Auge. Er brachte sie in Eleanors Zimmer und schloss von außen ab. Natürlich habe ich einen Hausschlüssel, aber für den Moment wollte ich das Mädchen sich ausruhen lassen. Außerdem knurrte mich Duke jedes Mal an, wenn ich an der Tür vorbeilief. Sonntag, 1. Dezember 1901. Sie öffnete heute zum ersten Mal ihre Augen und es stellte sich heraus, dass es sich um Bernsteinfarbene handelte. Diesen Morgen reduzierten meine Hunde ihr Knurren auf ein Winseln vor der Tür des Mädchens. Ich nahm meinen Schlüssel und öffnete die Tür. Duke belagerte den Durchgang mit seinem großen, viereckigen Schädel, schob sich ins Zimmer und sprang auf den Fuß des Bettes. Dann sah ich die Augen des Mädchens aufflattern. Ich lief zur Seite des Bettes und schaute zu ihr herunter. Ihre Augen schienen mich bemerkt zu haben, während sie den Raum näher betrachtete. Mein Fell. Ihre Augen schlossen sich wieder, aber ihre Stimme war in einer Art benommenen Panik. Ich schaute hinunter und bemerkte, dass sie ihre Faust um Dukes Ohr geballt hatte und er sich an das Mädchen kuschelte. Er ließ ein lautes Schnaufen von sich, als würde er erleichtert aufatmen. Ich setzte mich neben sie und streichelte mit meinen Fingerknöcheln über ihre Wange. Sie zuckte in ihrem Fiebertraum zusammen und ihre Lippen zitterten schwach. Ihr Gesicht war ganz rot und die Stirn verschwitzt. Sie roch nach Nadelbäumen und Frau. Ich streichelte ihren Hals entlang und stoppte, um ihre oberflächlichen Wunden zu betrachten. Sie schien verheilt zu sein. Ich betrachtete die Narben, während meine Hand ihre Brust hinunterstrich. Vorsichtig rollte ich die Decke hinunter. Ich wollte Duke nicht aufschrecken, der lethargisch neben mir lag. Sie trug Eleanors Nachtkleid. Witzig, Eleanor, dachte ich zu mir selbst. Selbst im Tode schaffst du es noch, meinen Schwanz unter Verschluss zu halten. Ich legte meine Hand um ihren kleinen, dürren Hals. Ich hätte es mit einer Hand machen können. Nicht wie bei dieser fetten Schlampe Eleanor. Meine andere Hand wanderte nach unten, um meine Hose zu öffnen. Aber es klopfte plötzlich an der Tür. Ich hätte mich ja erschreckt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Herbert war. Mr. Percy? Mr. Elwood möchte, dass Sie ihn zur Kirche begleiten. Ich bin in einer Minute unten, Herbert. Ich werde es ihn wissen lassen. Ich stand auf,
zog meine Weste zurecht und schloss die Tür von außen ab. Donnerstag, 12. Dezember 1901. Ich war auf ihr, als sie heute Morgen aufwachte. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, die Hunde draußen auszusperren, damit sie nicht versuchten, zwischen die Laken zu schlüpfen, mir meinen Schwanz abzubeißen und ihn in meine Hand zu spucken. Ob sie nun wach war oder nicht. Ihr könnt euch also meine Überraschung vorstellen, als mich zwei goldene Augen voller Ekel anstarrten. Aber sie hatte nicht einmal versucht, mich aufzuhalten. Wie ist denn dein Name? Ich zog einen Lappen vom Nachtschrank und säuberte uns ein wenig. Alice. Ich warf den verbrauchten Lappen auf ihren Pelz. Ich hörte, wie ihr Atem stockte und sah zu, wie ihr Körper nach vorne stürzte. Das würde noch ein Spaß werden. Alice, was ein schöner Name. Sie sollten mich wirklich gehen lassen. Das war das erste Mal, seitdem ich sie kennengelernt hatte, dass sie aufstand. Sie war nicht so klein, wie ich erwartet hatte, aber dennoch wirkte sie recht zierlich. Ich glaube, sie versuchte einschüchternd zu wirken. Sie werden nach mir suchen. Wer denn? Denn es ist bereits 2 Wochen her und niemand kam, um nach dir zu suchen, sagte ich, schlüpfte meine Hose und zog sie zu meiner Hüfte hoch. Sie haben es nur noch nicht bemerkt, dass ich weg bin. Aber sie werden es bald. Natürlich, zuckte ich mit den Schultern, um meine Hosenträger zu richten. Während sie aber noch damit beschäftigt sind, es zu bemerken, bin ich mir sicher, dass ich deine Anwesenheit genießen werde. Ich machte dabei 3 schnelle Schritte auf sie zu und lächelte, während ich meine Finger zwischen ihre Lippen in ihren Mund drückte. Außerdem, es ist ja nicht so, als würdest du dich wehren. Ich zog an ihre Zunge, wie bei Nemo, wenn er sich mal wieder nicht benahm. Aber als ich meine Finger gegen ihre Zähne drückte, zuckte sie, zog ihren Kopf etwas zurück und schob vorsichtig meine Hand beiseite. Ich darf mich nicht wehren. Oh, komm schon. Das kannst du doch besser. Ich ahmte sie nach, wie sie meine Hand beiseite schob. Wehr dich, knurrte ich. Nutz deine Zähne und Nägel und wehr dich. Du findest vielleicht sogar Gefallen darin. Ich versuchte sie aufzuziehen, aber sie starrte mich einfach mit ihrem toten Blick an. Murmelte etwas vor sich hin. Entweder die Hölle für eine Nacht, oder sollte ich mich wehren für ein ganzes Leben. Ich packte sie am Hals. Meine Finger überdeckten die blauen Flecke, die ich hinterlassen hatte. Was soll die Scheiße bedeuten? Sie sagte nichts. Ich habe dir eine Frage gestellt. Was soll die Scheiße bedeuten? Ich warf sie in Richtung der Kommode und ihr Kopf prallte zurück. Ich konnte meine Hunde von draußen durch das Fenster bellen hören. Sie sollten mich gehen lassen, lächelte sie. Blut lief von ihrer Nase in einem kleinen Fluss über ihre Zähne. Ich verspreche, dass nichts Gutes folgen wird, wenn ihr mich hier behaltet. Sie spuckte ihr Blut auf ihre Hand und verstrich es auf den haarlosen Stellen ihres Felles. Kranke Schlampe. Dienstag, 24. Dezember 1901. Ich sitze hier, zurückgezogen in meinem Arbeitszimmer, den Brandy in der Hand, um Weihnachten zu feiern, und schaue auf ihr Porträt. Ich kann mir nicht helfen. Diese ganze Scheiße ist deine Schuld, Eleanor. Du fette Fotze. Du siehst nicht mal gut auf diesem Porträt aus. Ich habe für einen verdammten Maler aus Spanien bezahlt und du siehst immer noch aus wie eine Hexe. Alice ist merkwürdiger, als ich ursprünglich angenommen hatte. Oder zumindest schlauer, als ich angenommen hatte. Oder es gibt eine Verschwörung gegen mich. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich schaue dich an und ich kann nicht anders, als zu denken, dass dies all deine Schuld ist. Weißt du, was sie zu mir gesagt hat, Eleanor? Weißt du, was sie heute Morgen zu mir gesagt hat, als ich sie von hinten fickte? Sie sagte, sie könne das Rattengift überall auf der Bettwäsche riechen. Du verstehst hoffentlich, warum das seltsam ist. Es ist eigentlich geruchlos. Das ist irgendwie schon der Punkt. Sie verspottet also zuerst mein Land. Dann verwandelt sie meine teuren Jagdhunde in fette, faule Schoßhunde. Und schließlich beschuldigt sie mich, meine Frau ermordet zu haben,
und sagt mir, dass sie das Gift noch riechen kann. Ich habe einen sehr dankbaren Hausgast. Also frohe Weihnachten, Liebes. Die Uhr schlug gerade gen Mitternacht. Ich glaube, es gibt keine weiße Weihnachten in der Hölle, aber lass mir dir sagen, dass es hier wunderschön aussieht. Der Wald ist wundervoll. Natürlich macht deine Abwesenheit die Aussicht weitaus schöner, aber ich will ja nicht streiten. Mr. Percy, hörte ich in einem leisen Flüstern aus dem Flur, während der Schnee jedes Geräusch dämpfte, wie es eben nur Schnee konnte. Ich nahm einen großen Schluck des Brandys und stellte das Glas auf meinen Schreibtisch. Ich ging leise zur Tür und verriegelte das Schloss. Auch warf ich einen Stuhl vor die Griffe und hielt sie davon ab, nach innen zu schwingen. Alice? Fragte ich. Meine Lippen drückten gegen den Spalt der Türen, wo ein leicht goldenes Licht hindurchkam. Wie bist du rausgekommen? Mr. Herbert ließ mich raus, murmelte sie. Ich sah, wie ihre Silhouette betrunken und langsam den Flur in meine Richtung stolperte. Als sie ihren Körper gegen die Türen schlug, zuckte sie kurz und ich bemerkte, dass sie erneut nackt war. Es hat sich herausgestellt, dass er sie nicht besonders mag. Ich lachte, zog mich zügig von der Tür zurück und ging hinüber zu meinem Brandy. Vielleicht hat er deshalb meine Frau gefickt. Ich spuckte die Worte in Richtung Eleanors Porträt und hob wieder mein Glas. Alice wimmerte durch die Tür hindurch, während sie mit ihrem Körper über die Holzoberfläche hin und her rollte. Vielleicht, gurrte sie. Vielleicht hat ihre Frau sie nicht gefickt, weil sie sie gehasst hatte. Es muss also nicht einmal was mit einem anderen Mann zu tun gehabt haben. Lass mich raten. Ich warf meine Stiefel auf meinen Schreibtisch und wippte mit der Uhr, die zu Mitternacht läutete. Du kannst es wohl auch in dem Bettlaken riechen. In der Tat. Ich konnte hören, dass sie grinste. Es war die Art und Weise, wie sich ihre Stimme verhielt. Du kannst Hass nicht riechen, knurrte ich mit zusammengebissenen Zähnen zurück. Und du kannst sicherlich auch nicht Rattengift riechen. Diese Scheiße kam ja nicht mal in die Nähe unseres Bettes. Ich weiß nicht, woher du etwas weißt, aber es hatte nie das Bett berührt, wiederholte ich. Ich hatte es in meinem Schießpulver versteckt und wartete darauf, dass eine Pest in diese Stadt kam. Ich habe jahrelang darauf gewartet, dass Menschen an Gehirnfieber und Muskelkrämpfen litten, rief ich. Und weißt du, was ich getan habe? Ich tränkte ihr hübsches, kleines Taschentuch darin. Und als sie ihre zarten, verdammten Augen in der Kirche trocknete, ich starrte wieder Eleanors Gemälde an, mein Mund zu einem übermütigen Lächeln verzerrt. Dieselbe schreckliche Krankheit traf plötzlich meine arme Frau. Ich nahm einen weiteren Schluck des Brandys und hörte meine Hunde von unten bellen. Natürlich, fuhr ich fort, fiel unser Vorarbeiter derselben Krankheit zum Opfer. Ich allein blieb gesund. Es war ein Wunder, musst du wissen. Ich lachte und goss mein weiteres Glas ein. Ein weiteres Wunder war übrigens, dass Herbert dieses verfickte Gift überlebt hat. Der trotzige kleine Bastard kann nicht einmal richtig sterben. Er hat es überlebt, sicher, aber ihm geht's jetzt ein bisschen schlechter. Er ist dumm wie Stroh und seine Beine funktionieren nicht mehr wie früher, aber eine perfekt abgestimmte Epidemie ist keine Entschuldigung, die man zweimal verwenden kann. Also bleibe ich bei meinem einfach gesinnten, verkrüppelten Scheißdiener. An diesem Punkt hob sich meine Stimme, als ich versuchte, die Lautstärke meiner Hunde von unten zu bekämpfen. Ich glaube, Herbert weiß das alles, richtig? Hat er es dir gesagt? Ist das der Grund, weshalb du mich quälst? Ich hörte ein leises, kehliges Kichern und ein rhythmisches Klopfen der Fingernägel an der Tür. Herbert weiß es nicht. Wie ich schon sagte, ich kann das Rattengift riechen. Ich blieb stehen und drehte mich zu meinem Fenster. Ich konnte Duke jaulen hören. Wir sind sehr vertraut mit dem Duft, sagte Alice und kratzte mit den Nägeln an der Tür. Besonders in diesen Wäldern. Kojoten jagen Ratten, also vergiften sie automatisch die Kojoten mit. Ihr habt das Fleisch vergiftet, Mr. Percy, und ich kann bei weitem nicht sagen, dass wir darüber erfreut sind. Die Haare in meinem Nacken stellten sich auf und meine Brust fühlte sich schwer an.
Ich versuchte zu lachen. Ist es dasselbe Wir, das dich auch retten sollte? Ja. Die Stimme, die von der anderen Seite meiner Tür kam, war keine Stimme mehr, sondern ein tiefes Knurren. Meine Hunde verstummten und ihr Bellen wurde durch etwas ersetzt, das nach splitternden Knochen klang. Ich sprang auf und schaute aus meinem Fenster. Ich sah, wie sich Schatten an der Waldgrenze bewegten. Schatten, die vom kürzlich aufgegangenen Mond erhellt wurden und sich am verschneiten Horizont befanden. Was machen Sie, Mr. Percy? Fragte sie in einem Knurren. Werden Sie aus dem Fenster springen? Sie werden ausrutschen und sich was brechen. Sie können nicht einfach in den Wald rennen, denn wir sind alle da draußen. Außerdem können Sie mit gebrochenen Beinen nicht laufen. Ich konnte sie auf der anderen Seite wie ein Tier auf und ab gehen hören. Du könntest aber auch gegen mich kämpfen. Du könntest deine Zähne und deine Nägel benutzen. Vielleicht findest du sogar Gefallen daran. Sie verspottete mich und fing an, ihr Gewicht gegen die Tür zu werfen. Sie klang schwerer. Weißt du, warum ich mich nicht gewehrt habe? Fragte sie und kratzte sich dabei durch das Holz. Die Tür brach langsam unter dem Gewicht ihres Körpers. Wenn ich dich beiße, sagte sie. Wenn ich dich kratze, dann wirst du einer von uns. Der Flur war noch dunkel, aber ein Riss in der Tür formte sich. Sie hatte sie kaputt gemacht. Ich konnte einen Blick auf ihr Fell werfen, aber erinnerte mich, dass sie noch vor wenigen Augenblicken nackt war. Ich hörte ein weiteres Jaulen von draußen. Nun, hier bin ich, in meinem Arbeitszimmer mit einem Porträt meiner toten Frau, die mich genau beobachtet. Ich werde an Weihnachten sterben, oder? Ich hasse Weihnachten. Von all den Arten, wie ich glaubte zu sterben, war keiner am Weihnachtsmorgen von Werwölfen zerfleischt zu werden.